Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Blau. Ja, wir sind hier in der Arena von Fuxania City und kämpfen gerade gegen ein Traumato. Jetzt werden wir gleich mal ein bisschen einschläfern. Und dann rufen wir, wen rufen wir dann? Ja, mein Ghost wird nicht relativ viel ausrichten können. Aber probieren wir es mal. Wie heißt das immer? Probieren geht über Studieren. Und ja. So, dann machen wir Megasauga. Das Abziehen ist nicht relativ viel. Aber ja. So, machen wir noch einmal Nachtnebel. Dann müsste normalerweise weg sein. So. Und schon Claire wird Traumata in den Kampf schicken. Machen wir gleich mal noch Hypnose. Dann können wir mit Oh mein Ghost noch kurz ein kleines Level machen. Und das setzt Kadabra rein. Machen wir auch gleich Hypnose. Und gleich nochmal Hypnose. Ah, Stecker ist mir egal. Schlaf ein, du Kadabra-Vieh, du. So, Nachtnebel. Mensch, und dann soll es, der ruft. Das schlafende Traumato ruft er hin im Kampf. Umso besser. Kann man wenigstens schön den Kampf ein bisschen genießen und ja, nachher wird wahrscheinlich das schlafende Traumato, nicht das schlafende Traumato, sondern der, achso, ist noch blockiert. Machen wir Megasauger. Das schlafende Kadabra wieder hereinrufen. Und ja, wie gesagt, er ruft das schlafende Kadabra. Können wir ganz leicht mit einer Nachtnebelattacke besiegen. Und ja, noch ein Traumato. Oh mein Ghost, wann lernst du das? Wann kommt dein neues Level? Wann ist dein Level up? Du wirst doch schlafen? Hallo? Oh mein Ghost. Gut, dann rufen wir halt ein anderes Pokémon. Und zwar rufen wir hier Pikachu. Oh, Kopfnuss. Puffchikawawa. Würde ich da sagen. Noch einmal Donnerblitz. Und oh mein Gott, er reicht wieder kein neues Level. Ich habe verloren. Gut. Normalerweise ist hier das... So, da bin ich wieder. Wie gesagt, normalerweise ist hier das Ding rosa. Weißt du, Koga, unterweist mich in den Künsten der Ninja-Kämpfe. Der Einsatz von Pokémon-Kämpfe ist der alte Ninja-Tradition. Ja, Ninja! Also es ist rosa-weiß, glaube ich. Domteur möchte kämpfen und sieht. So, ich glaube Psychokinese müsste hier reichen. Und ja, das meiste, es schaut ein bisschen verwirrend aus. Wow, 1000! So, ein Sandermeer. Müsste eigentlich auch mit Psystrahl besiegen. Könnten wir normalerweise, glaube ich, auch mit Psystrahl besiegen. Oh, nicht? Ja, wenigstens ist es verwirrt. Es haut sich selber in die Weichteile. Hau dich nochmal. Och nee.
Böse, 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 böse. Und wie ist es mit dem Ohren wieder 1000? Und Arbok macht Butterling mit links, mit Psychokinese fertig. So, und der Butterling erleicht. Autsch! Ja! So, machen wir oben einen Kurs nach vorn. So, wie geht's hier weiter? So. Okay, da kämpfen wir gegen den da. Gehen wir oben lang. Kämpfen wir gegen dieses Flittchen hier. Bleib Stierchen, frustriere die unsichtbare Bauern. Nee, weil ich kann sie ganz leicht sehen. Ha, ich bin ein Ninja, ein russischer Ninja. Ninja. So, Megasauger machen wir mal. Damals nämlich sehr anfällig gegen Pflanzenattacken, weil es ein Boden-Pokémon ist. Und oh mein Ghost erreicht Level 38, das ist schön, und versucht Traumphase zu lernen. Jawohl, das wird uns taktisch sehr weiterhelfen. Und wir vergessen Schlecker, weil Schlecker bringt sowieso nichts. Und oh mein Ghost. Ah, oh mein Gott, was ist heute los mit mir? Und ein Arr-Pock-Pock. So, dafür machen wir als erstes mal Hypnose. Arbok schläft. Mit Traumfresse kann man ja die Träume des Gegners fressen. Und ja, es ist tot. Oh, er hat mich besiegt. Jupp, das habe ich. So, Koga, wir sind gleich da. Gerüst er noch vor eurer neuen legendären Ninja-Köpfer. Wer sind deine Vorfahren? Also, meine Vorfahren sind lauter starke Pokémon-Trainer, die Meister der Ninjas viel vernichten. Und natürlich mit Traumfresser ist oh mein Ghost jetzt übermächtig. Denn jedes schlafende Pokémon kann er ja wie gehabt ein bisschen Träume fressen. Aber bei Traumato ist es natürlich anders, weil es Psycho-Pokémon ist. Oh, Hypno! Hypno, Hypno, Hypno. Da nehmen wir Dickdamm. So, Dickdamm macht einmal. Was machen wir denn? Schlitzer. Und einmal Schlitzer müsste reichen. Lustig, Dickdamm, du wirst es doch. Was? Hallo? Dickdamm? Greif ja an. Braver. So lobe ich es mir. Und das schlafende Traumato kommt wieder zurück. Oh mein Ghost. Du bist da ein Level hinten. Und Nachtnebel müsste eigentlich reichen, normal. Oder machen wir Traumfresser. Vielleicht mit einem Volltreffer? Jawohl! Und der Jongleur wurde besiegt. Ich habe es vermasselt. Vermaledeit. So, da unten hätten wir auch noch den Trainer. Gegen den kämpfen wir noch, bevor wir ins Poker gehen.
Ich weiß noch nicht, ob es die Folge noch ausgeht. Oder habe ich gegen den überhaupt schon gekämpft? Nein, habe ich nicht. Kannst du meine weiße Spezialattacken bestehen? Ah, ja. Ninja, Buddy. Ultra Mato. Bimbaba, bimbaba, bimbaba. So, Dickdarm ist ein bisschen geschwächt. Pikachu! Donner Blitz! Donner Blitz und Donner! Oh ne, Giftwolke! Das fängt ja schon wieder mal gut an. So, und ein Kadabrer. Abrer, Kadabrer. Steamsala. Ich frag mich wirklich, wann das Bimmer mal kommt. Jetzt warte ich schon die ganzen 5 Pokémon-Editionen, die es jetzt gibt. Es gibt nur Abra und Simsala. Wow, 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 wow. Dieses arschgegeigte Kadabra. Flügelschlag, Tweety. Das wirst du bereuen. Dankeschön, Tweety. Du hast dich hier reingelegt. So. Gehen wir jetzt aber schnell ins Pokémon Center. Ist schneller, als wie wenn ich jetzt einen Belieber einsetze. Außerdem müssen wir andere Pokémon so wohl geheilt werden, also von dem her. Schwester Joy. Heißt du mich von der Leidenschaft, die mich so schafft? Ich heile deine Pokémon. Ah, okay, ist auch recht. Aber wir können gerne mal ausgehen, wenn du willst. Ja, mal gucken, ob ich Zeit habe. Sonst schicke ich dir Rocco. Ja, Rocco steht natürlich auf Schwester Joy, wie wir alle wissen. So, Pokémon. Mit wem kämpfen wir gegen Koga? Na, lassen wir mal Oh My Ghost fahren. Schauen wir mal, was sein erstes Pokémon ist. Ich glaube, Koga, ich bin mir nicht mehr sicher, Koga hat Omot. Das weiß ich noch, aber der Rest weiß ich nicht mehr. Naja. Ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du bist. Erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meine Schlaf- und Giftattacken solltest du verzweifeln. Ha 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 ha. Ich bin. Ja. Koga. Und ich werde dich jetzt voll besiegen. Ja, das werde ich. Ja, du kommst wie nicht in ein. Ja, ich werde. Ich jetzt besiegen. Ja. Hey, was heißt das für ein Schwachsinn? Oh ja. Ich werde dich und gegen Metroidmock kommst du nicht an. Oh, oder? Ja, das werde ich wohl jetzt und ich mach jetzt den gegen dein Slimeock, denn das ist schwach. Surfer los, Tompaia, mach es platt. Nein. Komprimator, mach mich so schnell. Tompaia Schädelbumme. Hau es nieder. Jawoll. Und ein Smogon. Und ich werde dich jetzt mit Smogon besiegen. Das war's jetzt dann.
Ja, ich muss nämlich jetzt den Cut machen. Oh nein, das machst du nicht. Doch, Leute, mach jetzt den Cut und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und ciao, ciao.